Das war nichts. Was liegt denn hier rum? Ah, sehr schön. Irgend so ein Blödsinn. Aber wie komme ich denn jetzt da hoch? Da. Lalalala. Hey und auf weh! Der Windmühlenkönig will gegen einen Drachen kämpfen. Bringt den Drachen raus! Verteidigt euch! Vier Flügel! Ihr habt eure Meister getroffen! Los, gib ihm Saures! What the fuck? Wieso versteckt er sich da in der Wand? Reich. Ihr habt mich verhext, elende Elster. Ihr seid kein Drache. Drache? Nee, ich bin kein Drache. Ja, mal fett. Jetzt geht's aber Richtung... hier. Schwierigkeiten an der Wurzel. Genau. Und das seht ihr in der nächsten Folge. Ladadada. Skrit, lasst mich in Ruhe. Schnell, tot machen! Tot machen? Am Arsch. Ich bin der Todmacher. Da ist eine unentdeckte Sehenswürdigkeit direkt auf meinem Weg. Boah. Ah, da gehen wir eben noch hin. Na los doch, schlagt mich! Ja, genau, schlagt mich. Oh, hier ist ein Raptor. What the fuck? Oh, die lassen mich schön in Ruhe. So hört sich das. Was ist das denn? Kappas Gehege. Okay. Ziemlich abgefahren aus. Cool. Was heißt das denn da? Ach, guck mal an. Eigentum Krüters. Da ist noch ein Wegpunkt. Und hier ist ein Aussichtspunkt. Ich brauche eure Hilfe. Dorfbewohnerin winkt mir zu. Ja, ja, warte mal eben. Kleinen Moment noch. Oh, das sieht ja sehr schön aus. Seid die hängenden Gärten. Da gibt's doch schon wieder Kupfer. Na ja, komm. Und ein Kaninchen. Bam. Ach, das war nichts. Zack. Da ist noch Holz. Hey, hier ist ein Schaf. Aha. Erzählt jetzt nicht. Was war das? Ach, hier. Zack, ich hacke in der Luft rum. Bin ein bisschen dumm. Das ist reines Baumfeld. Ein bisschen Glück. Ja, genau. Ein bisschen viel Glück. Meistens. Unentdeckte Sehenswürdigkeit. Ja, sieht ja schon cool aus da, muss ich sagen, ne? Ah, aber ich wollte doch. Ach komm, das ist 1 bis 17. Für die Quest, die kriege ich wahrscheinlich sowieso keine Erfahrung. Aber die Landschaft gefällt mir eigentlich ganz gut. Da ist schon wieder so ein Kack-Zentaur. Ah ja, genau. Beschäftigt ihr euch mal mit den Zentauren. Aber ein bisschen Damage können wir auch machen. Ja, Rennschlampe.
Sammelt faule Trauben in Victorias Weingarten. Wo soll ich den hier sammeln? Achso. War ich damit? Traube werfen? Zieht jemanden diese widerlichen Trauben über. Komm mal fett! Jetzt zieh ich dir einen über. Bam! Jetzt habe ich den mit Trauben geschlagen, Hammer fett. Danke, bitte. Wo bringe ich den Quatsch denn hin? Ach da. Auch ich liste meinen Beitrag. Der Minister lässt mich mein Weingut nicht wieder aufbauen. Mal sehen, wie Wein aus ruinierten Trauben schmeckt. Boah, und die bringt man jetzt die ganze Zeit dahin. Nein, nicht erzählen, du sollst nur den Quatsch nehmen. So. Oh oh. Ja sicher, wie geht er denn ab? Midi-Trauben. Direkt, wie heißt die überhaupt? Winzerin? Ach ja, Victoria. Kann ich helfen? Schmeckt. Wenn ihr Weintrauben habt, gebt sie mir. Ich bin bereit. Weinkeltern? Was? Oh, da ist die. So, hier, 6 Dinger müssen ja wohl reichen. Schön, euch zu treffen. Jetzt mache ich schon wieder eine Quest hier, das gibt's ja gar nicht. Eine Auszeichnung. Ja, Gold. Ah, sehr gut. Jetzt kommen wir hier weg. Oh, ich bin ja gleich schon da. Neue Länder, Kupfer. Neue Möglichkeiten. Hilfe von Beetletoon. Beetlejuice. Okay. Eine schwarze Kuh. No. Oh, ich will eine Runde Bullen reiten. Ach Mann. Muss ich jetzt hier durch? Ja, scheinbar. Wo komme ich denn dann hin? Ah ja, keine Ahnung. Gendaranfelder. Okay. Uiuiui. Oh. Oh. Ah, sehr gut. Das ist direkt ein Wegpunkt. Ach, das ist doch mal was. Das ist von 25 bis 35. Ja, habe ich bestimmt was zu tun. Lol. Am Arsch. Ein leichter Vorratsbeutel. Na endlich! Geschichte fortsetzen.
So. Haltet eure Augen auf. Hallo, Herold. Bereit für etwas Spaß auf Kosten dieses Bösewichts? Ich habe kein Mitleid mit Wayne. Er hat Rianoks Schwert gestohlen und den Erstgeborenen zum Sterben zurückgelassen. Er hat das Schlimmste verdient, was wir ihm antun können. Die Einstellung gefällt mir. Wir bringen hier einiges in Bewegung, also lasst euch den Ablauf erklären. Erst ersetzen wir mal den Grubenaufseher durch jemanden, der Wayne nicht mag, damit all seine Kämpfe schwer werden. Dann bestechen wir den Seraphenfeldwebel, damit ein paar abgerutschte Pfeile während Waynes Turnier in der Grube landen. Und schließlich mischen wir Wayne noch was in den Becher, damit seine Reflexe im Kampf träge sind. Wenn all das ihn nicht umbringt, dann weiß ich nicht was. Ihr seid extrem gründlich. Sind alle Agenten des Ordens der Gerüchte so wie ihr? Ja, müssen wir auch sein. Der Orden der Gerüchte ist die älteste Organisation in Tyria. Wir wissen schon am längsten von den Drachen. Aber wir haben es geschafft zu überleben. Und zwar, weil wir listig sind. Ihr würdet da gut reinpassen. Wenn ihr jemals beitreten wollt, lege ich ein gutes Wort für euch ein. Ich werde dran denken, wenn wir das Schwert haben. Genau. Dann kommt. Lasst uns etwas Chaos verbreiten und wieder abhauen, bevor jemand auch nur mitkriegt, dass wir da waren. What the fuck? Was muss ich jetzt machen? Zehn Minuten. Bestecht dem Hauptmann der Seraphen. Achso, da muss ich jetzt alles machen. Feldwebel Gilles. Was ist er denn? Hi. Dies sind gefährliche Zeiten. Ja genau, du kriegst mein Gold und der kriegt einen Fall in den Fuß. Bringt Wayne dazu, mit den Rauschmitteln versetzten Alkohol zu trinken. Was habe ich denn hier für eine Tasche in der Hand? Ist da immer noch das Gold drin? Was ist er denn? Bierbepackter Ochse, alter Schwede, ist das viel. Oh, fett. Wo ist Wayne denn? Da ist er. Wie sieht er mittlerweile aus? Oh. Der Spielclient hat die Verbindung verloren. Am Arsch. Ach nö, jetzt muss ich das bestimmt nochmal machen. Ich habe mich schon gefragt, warum ich bei dem Ochsen nichts machen konnte. Wie blöd. Okay, das Gespräch können wir jetzt überspringen. Haltet eure Augen auf. Zack. Ich bin mit Leib und Seele Soldat. So. Was können wir denn jetzt hiermit machen? Nehmt den Krug, füllt ihn und gebt die Sporen hinzu. Oh. So Junge, jetzt musst du nur noch das Moped hier trinken. Ich bin ganz ausgetrocknet. Sand in der Mumu hat er. Ihr dreckiges Stück Botanik am Arsch, Junge. Trink mal einen guten Schluck. Ihr seid also Wayne? Ich hab schon von euch gehört. Ihr seid ein berühmter Gladiator aus Löwenstein. Ich gebe euch einen aus auf euren nächsten Sieg. Ich trink vor dem Kampf nicht ohne guten Grund. Und ich trink nicht allein. Das, ist schon in Ordnung. Ich trink einen mit. Na kommt, nur dieses eine Mal. Was kann schon passieren? Na gut, stimmt schon. Ihr Zweiglein seid ja keine echten Gegner oder so. Prost! Aber jetzt bin ich ja auch so Mischugge. Psst.
Psst, hier drüben, ja genau, die flüstert mich an von da hinten aus. Mögen die Schatten euch umfangen. Ui! Na los, nur zu! Na sicher, wie der den einfach wegknüppelt. Oh, das ist ein Wächter, oder? Ja, genau! Larks? Soll das ein Scherz sein? Hey, wieso ist der jetzt wieder so voll? Der gute alte Wayne. Wayne, der Ungeschlagene. Ich kann ihn gut leiden, den Burschen. Ah. Ups. Jetzt bin ich in die Arena gefallen. Ich fordere dich heraus. Was machen wir denn jetzt? Aber nein, ist das ein Leguan? Vorsicht, ein dreiköpfiger Affe. Wir warten immer noch auf Ersatz für den alten Ansager. Bringt diese junge Asura Eli dazu, seinen Platz einzunehmen. Aha. Warum habe ich auf diese Lusche gesetzt? Wayne gewinnt doch immer. Wayne gewinnt immer. Das habe ich euch doch gesagt. Ja, ich weiß. Aber ich setze halt lieber auf Außenseite. Da seid ihr. Verflixt und zugenäht. Ich kann meine eigene Stimme kaum hören. Der Sieg geht an Wayne. An Wayne. An Wayne, ey. Oh, Mann. Was haben wir denn da? Erhöht Würde, Wildheit oder Charisma? Ne, machen wir mal Würde. Ich bin zu alt für What the fuck? Geseier. Oh Mann, ey. Ich bin echt dicht. Ah, da hinten die, genau. Psst. Ah, da ist Ellie. Wie schreiten eure Abenteuer voran? Wir brauchen einen neuen Ansager. Interesse? Ich richte mein Kommentator-Hologramm ein. Immer mitten in die Fresse rein, auf jeden. Vollendet Kais Gegengift an den nahegelegenen Quellen. Ja, das ist doch wohl hier, oder? Leben ist Entdeckung. Doch nicht, muss ich da hoch. Lustige Viecher, die überall rumspringen. Sehr schön. Ach, guck mal, hier ist auch Wayne. Wen denn? Beim Baum 3 Marks. Habe ich den jetzt wieder nüchtern gemacht? Ach ne. Cool. Ach, den muss ich jetzt eskortieren oder was? Das schafft ihr doch wohl alleine. Oh Gott, da sind eine Menge Wachs. Geh weiter. Boah, du Nuttenkorb, bewegt. Oh, ermutigen muss ich den. Ich hab viel zu tun. Aber jetzt muss ich den auch noch anfeuern. So ein Quatsch.
Yay! Gleich bringe ich dich um. Keine Ahnung, wo die Organisatoren euch herhaben, Char, aber ich mache euch trotzdem fertig. Der Letzte, der mich dumm angeredet hat, war hinterher ziemlich kopflos. Wenn ihr wisst, was ich meine. Kehrt zum Ansager zurück. Wo ist die denn? Die Kleine. Ah ja. Die Ellie. Überlebt Waynes letzte Runde im Turnier. Wieso tut ihr euch das an? Ihr verliert das Geld, sobald Wayne erscheint. Mag sein, aber ich wette trotzdem. Hoffnung kann ja nicht schaden. Wie soll ich das denn überleben? Aber Trex ist doch da. Willkommen, jung und alt, Azura und Char. Oh, aber geil. Ja, so sicher. Auf der einen Seite der Grube, Wayne, der unbesiegte Champion. Drüben, Trax, die Bösartige. Wie bösartig sie ist. Sie würde einem Ertrinkenden beide Enden des Seils zuwerfen. So bösartig, dass euch der Dolch abbricht, wenn ihr zufällig ihr Herz trefft. So bösartig, dass... Hä? Gut, ich halte ja die Klappe. Los mit dem Gemetzel. Dann kloppt man drauf. Wer hätte das gedacht? Eine Überraschungssalve, wie Feuer auf den Nebel. Autsch! Groß! Komm rum und tu was. Wieso wird der schlimm? Hä? Was zur Hölle ist das denn? Zurück, Schaufler! Sehen kriegt ihr mich nicht! Was geht denn hier ab? Wo kommen die alle her? Wieso kann ich den nicht angreifen? Ich glaube, ich habe gerade den Mega-Leck gehabt. Oh ja. Wo zur Hölle muss ich denn jetzt hin? Oh Mann. Ah, da seid ihr ja, Strahlauge. Kommt nur, das Schwert wartet. Nehmt das Schwert, das Colored Bolt genannt wird, an euch. Wie wär's da? Lol. Ich hole dieses große, dreckige Schwert für euch. Genug! Fantastisch! Es hat funktioniert! Ich dachte schon, wir hätten keine Chance. Wartet mal! Kai, was ist passiert? Wo sind die Schaufler hin? Schaufler? Ja, puh, das Zeug war stark. Keine Bange, die Guten haben gewonnen. Wayne fiel um wie ein Klotz. Und wir haben Colored Bolg. Aber die Schleime, und die Schaufler. Ganz ruhig. Wir sollten hier lieber verschwinden, bevor ihr meine Königin zu mir sagt und euch für den Tee bedankt. Ja, sehr gut, der war mindestens so verwirrt wie ich. Oder umgekehrt. Alles klar, Instanz verlassen. Und ich glaube, dann kann ich mich als nächstes mal in den Gendaran-Feldern austoben. Dann kann ich hier mal wieder ein paar normale Quests machen. Aber das gibt's dann in der nächsten Folge. Und ja, bis dahin. Bis moin.